Hallo und schön, dass du da bist. Ich will dir heute zeigen, wie du eine WordPress-Website aufbauen kannst, komplett mit kostenfreien Tools. Alle Bereiche schauen wir uns an. Wir beginnen mit einem kostenfreien Theme, dann ein Page-Builder, dann das Thema Suchmaschinenoptimierung, dann wie macht man Formulare, wie zeichnet man Statistiken auf, wie sorgt man dafür, dass die E-Mails aus WordPress auch ankommen? Das ist ein kleiner Schwachpunkt von WordPress. Dann, wie machen wir unsere Sicherungen? Wie sorgen wir dafür, dass unsere Website schnell ist? Wie machen wir den Cookie-Banner, wenn wir denn Cookie-Banner brauchen? Wie verhindern wir Brute-Force-Attacken? Wie verhindern wir Spam? Und wie laden wir die Google-Fonts lokal, weil das einfach datenschutzrechtlich erforderlich ist. All diese Themen schauen wir uns an. Für all diese Themen empfehle ich euch die besten kostenfreie Tools, die es dafür gibt. Viel Spaß! Als Theme empfehle ich euch das Astra-Theme. Das ist ein sehr bekanntes WordPress-Theme, bietet tolle Möglichkeiten, arbeitet gut mit verschiedenen Page-Bildern zusammen, zu denen wir jetzt gleich noch kommen. Und wie ihr seht, hat hier über 1 Million Installationen und praktisch nur 5-Sterne-Bewertungen. Also unglaublich gut bewertet, entwickelt sich seit Jahren immer weiter. Die Firma dahinter ist einfach auch eine tolle Firma, die sonst auch noch viele Produkte auf dem Markt hat. Und ja, meine Empfehlung als Theme Astra. Wir brauchen jetzt passend zu unserem kostenfreien Theme einen Page Builder und meine Empfehlung für Page Builder ist der Elementor Website Builder, von dem ihr sicherlich auch schon gehört habt. Das ist einfach der bekannteste Page Builder, meiner Meinung nach sehr benutzerfreundlich. Also ich kenne alle Page Builder, habe schon mit fast allen gearbeitet und finde nach wie vor, dass der Elementor Page Builder der benutzerfreundlichste ist, mit dem man sehr schöne Designs sehr einfach umsetzen kann. Als Alternative dazu kann man natürlich auch auf den Gutenberg Editor setzen. Der ist ja in WordPress schon eingebaut und ich persönlich bin jetzt immer noch nicht der Riesenfan von Gutenberg, aber er entwickelt sich sukzessive weiter. Vielleicht wird er irgendwann auch mal so gut sein wie Elementor oder zumindest ähnlich gut. Momentan empfehle ich euch eben noch den Elementor Page Builder. Aber wenn ihr Gutenberg einsetzt, dann empfehle ich euch eine Erweiterung, nämlich Spectra. Das ist der gleiche Hersteller oder die gleichen Programmierer wie das Astra-Theme stehen hinter diesem Add-on. Und wenn ihr das installiert, dann ist Gutenberg auf jeden Fall wesentlich besser als der Gutenberg, der eben mit in WordPress mitkommt. Genau, also das heißt, entweder ihr nutzt den Elementor Page Builder oder ihr nutzt den Gutenberg in Kombination mit Spectra. Alle diese Tools sind, wie gesagt, kostenfrei. Um gut für Google aufgestellt zu sein, brauchen wir noch ein Plugin für das Thema Suchmaschinenoptimierung. Und da ist meine Empfehlung Nummer 1 SEOpress. Das können wir uns einmal kurz im Verzeichnis angucken. Hat hier 200.000 Installationen und auch fast nur 5-Sterne-Bewertungen. Schaut euch das Tool mal an. Das Besondere ist, dass es wirklich sehr schlank ist, aber auch sehr viele Funktionalitäten hat, auch in der kostenfreien Version und eben keine Werbung macht. Also wenn ihr das installiert, dann seht ihr eben im Backend eurer Website keinerlei Werbung für die Pro-Version. Anders ist es bei der zweiten Variante, die sehr gut ist, das ist RankMath, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Plugin für das Thema Suchmaschinenoptimierung. Auch wahnsinnig umfangreich, was die Funktionalitäten betrifft. Und es ist aber so, dass die kostenfreie Version im Backend immer wieder auch Werbung anzeigt für die Pro-Version und es ist einfach so ein bisschen vom Gefühl her nicht ganz so schlank wie SEOpress. Aber auch RankMath, wenn ihr jetzt anschaut, die haben eben wesentlich mehr Installationen. Also bei SEOpress waren es 200.000, hier sind es über 1 Million. Und auch da
großartige Bewertungen. Also er macht mit beiden Plugins nichts falsch, nur eben ich mag SEOpress, weil es einfach so super schlank, super übersichtlich und es nervt auch in der kostenfreien Version nicht mit Werbung. Häufig braucht man auf einer Website ein Formular, klassischerweise ein Kontaktformular oder auch, wenn man irgendwas anderes abfragen will von den Besuchern der Website. Und dafür habe ich eine klare Empfehlung und das Plugin heißt Fluent Forms. Fluent Forms ist ein Plugin von einer tollen Firma, die auch andere Plugins programmiert hat, zu denen wir nachher noch kommen. Und hier im Verzeichnis seht ihr es auch. Heißt hier Contact Form Plugin, aber ihr findet es unter Fluent Forms eben und hat 200.000 Installationen und überragende Bewertungen, also praktisch nur 5 Sterne Bewertungen. Funktioniert super, probiert das Ding aus und habt Spaß damit. Es ist gut zu wissen, was auf der eigenen Website passiert. Deswegen brauchen wir ein kleines Statistik-Plugin. Und meine erste Empfehlung da lautet Burst Statistics. Burst Statistics ist ein großartiges Programm und vor allem kommt es auch von einer großartigen Firma, wo wir nachher noch ein Cookiebox-Plugin kennenlernen werden. Und ich habe es immer ganz gerne, wenn mehrere Plugins von einer Firma kommen. Das ist einfach, da gibt es keine Kompatibilitätsprobleme und deswegen bin ich da immer ein Fan davon, mehrere Plugins auch von einer Firma zu nutzen. Wir schauen uns noch kurz im Verzeichnis an. Das ist noch gar nicht so alt, dieses Plugin, hat aber schon 70.000 aktive Installationen und hat tatsächlich auch fast nur 5-Sterne-Bewertungen. Und ich habe es eben ausprobiert und es ist wirklich ein tolles Statistik-Plugin. Das Plugin, was ich bisher immer im Einsatz hatte, heißt Coco Analytics, ist auch großartig. Man sieht einfach, woher kommen die Leute, welche Seiten gucken sie sich an. Alles sehr übersichtlich. Gleich im Dashboard hat man einen Überblick. Schaut euch das auch mal an. Das ist praktisch die zweite Empfehlung. Am besten die beiden Plugins einfach mal anschauen, installieren und dann gucken, was gefällt euch besser. Burst Statistik ist ein bisschen umfangreicher und Coco Analytics ist sozusagen die minimalistische Variante. Jetzt kommen wir zu einem etwas technischen Thema, aber es ist ein sehr wichtiges Thema und zwar ist das eingebaute E-Mail-System in WordPress nicht besonders gut. Das heißt, es kommt immer wieder vor, dass E-Mails nicht ankommen und das ist ein Problem. Zum Beispiel, ihr habt ein Formular, dann geht eine E-Mail raus, dass ein Eintrag stattgefunden hat und das kommt nicht bei euch an. Als Beispiel. Oder es werden auch ständig von WordPress E-Mails verschickt, zum Beispiel, wenn ihr ein Passwort zurücksetzen wollt und ähnliches. Deswegen sollten wir unbedingt gewährleisten, dass die E-Mails alle ankommen und die beste Variante, das zu machen, ist, dass man die E-Mails über SMTP laufen lässt, also über euren Hoster, dass sozusagen die E-Mails direkt über euren E-Mail-Server rausgeschickt werden und somit dann auch bei euch ankommen. Und das beste Plugin, was es dafür auf dem Markt gibt und das auch eben kostenfrei ist, lautet Fluent SMTP. Auch da könnt ihr wieder in die Statistiken reingucken und werdet sehen, einfach super Bewertungen. Übrigens, das Plugin ist besser als Konkurrenten, die einen Haufen Geld kostet. Also da gibt es ein sehr bekanntes SMTP-Plugin. Das kostet, glaube ich, 50 oder 80 Euro im Jahr. Und dieses Fluent SMTP, behaupte ich mal, ist sogar besser als dieses Premium-Plugin. Insofern installiert es, informiert euch darüber nochmal, warum ihr das braucht und dann habt ihr hier die bestmögliche Wahl getroffen. Das ist übrigens, wie ihr schon an dem Wort Fluent seht, vom gleichen Hersteller wie Fluent Forms. Musik
Ganz wichtig ist, dass ihr Sicherungen eurer Website macht. Und für die Backups gibt es zwei überragend gute Plugins, die ich euch jetzt auch wieder vorstelle. Das eine ist WP Vivid. Und das schauen wir uns auch wieder hier an. Hat hier 200.000 Installationen und wie immer bei den Plugins, die ich euch hier vorstelle, halt überragend gute Bewertungen, weil es allesamt überragend gute Plugins sind. WP Vivid ist die eine Variante. Die andere Variante lautet Updraft Plus. Updraft Plus ist der Marktführer, wie hier auch schon steht, the world's most trusted WordPress Backup Plugin. Ja, ist eben schon länger auf dem Markt, sieht man auch hier, hat über 3 Millionen Installationen, auch überragend gut bewertet. Da habt ihr jetzt tatsächlich die Qual der Wahl, da kann ich euch nichts sagen. Also ihr könnt einfach eins von beiden nutzen, schaut euch die Dinger an, was spricht euch mehr an, wo habt ihr mehr Sympathie dazu. Zu beiden dieser Unternehmen gibt es nachher nochmal ein Plugin und ja, vielleicht könnt ihr daran dann auch eine Entscheidung treffen, aber ihr könnt nichts falsch machen. Wir wollen, dass unsere Website möglichst schnell lädt und dafür gibt es auch ein wunderbares kostenfreies Plugin und das heißt WP Optimize und ist ein Plugin von der Firma hinter Updraft Plus, die wir vorher schon kennengelernt haben. Und die macht dreierlei Sachen: Caching, Cleaning und Compress. Was heißt das? Caching bedeutet einfach, dass die Seiten also die dynamischen Seiten als statische HTML-Seiten abgespeichert werden. Dann braucht es keine Datenbankabfragen mehr und die Seiten laden viel, viel schneller. Dann kann man die Datenbank hier mit diesem Plugin ab und zu bereinigen. Das hat auch wieder positive Effekte auf die Geschwindigkeit. Und ganz wichtig, Compress bedeutet, dass man die Bilder auf der eigenen Website komprimieren kann. Das bedeutet, ihr habt Bilder und ihr sorgt dafür, dass die Dateigröße dieser Bilder möglichst klein ist, weil große Bilder mit einer großen Dateigröße sind der Hauptgrund Nummer 1, dass eine Website langsam lädt. Also mit einem Plugin habt ihr hier ganz viel erreicht, was die Geschwindigkeit eurer Website betrifft. Falls ihr einen Cookie-Banner braucht, empfehle ich euch Komplianz. Das empfehle ich besonders gerne, weil Cookie-Banner im Allgemeinen wahnsinnig teuer sind, was mich total nervt. Also wenn man da 50 bis 100 Euro für so einen Cookie-Banner schon bezahlen muss, dann ist es einfach unnötig teuer. Und Komplianz hat tatsächlich einen wunderbaren Cookie-Banner im Angebot, der komplett kostenfrei ist. Auch da könnt ihr euch wieder angucken. Die Bewertungen hat hier eine 500.000 Installationen und auch praktisch keine schlechten Bewertungen. Fast nur 5-Sterne-Bewertungen. Es ist ein großartiges Plugin, besser als manche Premium-Plugins, die viel Geld kosten. Sehr wichtig für das Thema Sicherheit ist ein Brute-Force-Schutz. Brute-Force-Attacken bedeuten, dass sich Leute versuchen, auf eurer Website einzuloggen mit Benutzernamen und verschiedene Passwörter. Und ja, da braucht man eben ein entsprechendes Plugin, um das zu unterbinden. Sehr gut geeignet sind Plugins, die einfach sagen, wenn jemand dreimal was falsch eingegeben hat, dann muss er eine bestimmte Zeit warten, bis er wieder was eingeben darf. Und da mache ich es ganz kurz. Ich empfehle euch das Plugin Loginizer. Das seht ihr auch wieder, wie gut das bewertet ist. Schaut es euch an. Und noch ein ganz neues Plugin, wieder von Fluent, wo wir schon zwei gesehen haben. Die haben jetzt seit kurzem auch Fluent Out. Eben auch ein Sicherheitsplugin, was ihr euch auch mal anschauen solltet. Das ist ganz neu, deswegen hat es erst 1000 Installationen. Aber das könnt ihr auch guten Gewissens einsetzen. Alles, was von dieser Firma kommt. Aber der etabliertere Anbieter ist Loginizer, auch ein sehr gutes Unternehmen. Und vielleicht, weil dieses Plugin so etabliert ist schon, würde ich eher auf Loginizer setzen an der Stelle. Sobald man auf der Website Formulare hat, braucht man einen Spam-Schutz dafür.
Und Vorsicht, es geht hier nicht nur um Kontaktformulare, sondern zum Beispiel auch Registrierung in WordPress oder zum Beispiel im Blog, Blogkommentare. Das sind alles kleine Formulare. Und ein wahres Geschenk des Himmels ist dafür das Plugin WP Armor. Und dieses Plugin hilft uns, datenschutzkonform Spam zu vermeiden. Schaut es euch an, installiert es. Ich habe lange gesucht, bis ich das gefunden habe. Super bewertet, super viel im Einsatz und ja, großartig. Aus Datenschutzgründen müsst ihr eure Google Fonts lokal laden und eben nicht von den Google Servern abholen. Da gab es ja auch eine riesen Abmahnwelle in den letzten Monaten und es macht echt Sinn, das sozusagen zu beachten. Und es gibt hier ein wunderbares kleines Plugin, heißt OMGF, und es sorgt einfach dafür, dass eure Google Fonts lokal geladen werdet. Ist ja auch sehr etabliert, hat viele Installationen, funktioniert bestens und ja, empfehle ich euch einzusetzen. So, das war es auch schon wieder für heute. Probiert die Plugins aus. Die sind alle super. Und vielleicht braucht ihr noch irgendeine Funktionalität und braucht dafür ein passendes Plugin. Dann schreibt mir einfach in die Kommentare, hey Markus, ich brauche noch dies und jenes. Kannst du mir da was empfehlen? Und mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich passende Empfehlungen für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.